Hallo Leute, heute hier in Elektrotechnik in 5 Minuten bin ich bei SAJ mit dem Jasper. Hier unterwegs. Und hallo, schön, dass ich da sein kann. Hi, danke. Und, guten Tag. Kannst du ein bisschen was erzählen? Was macht SAJ? Was macht ihr so? Was machst du so? Einfach ein bisschen so. Also SAJ werden ein weltweiter führender intelligente erneuerbare Energienanbieter sein. Und die Kundenbedürfnisse sind immer die erste Stelle für uns. Okay. Ihr habt ja ein großes Produktportfolio. Ja, natürlich. Eins davon sind Wechselrichter, die einfach einspeisen. Ja. Das ist der R6. Genau. Kannst du mir dazu ein bisschen was erklären? Ja, das ist der R6. Das ist der PV-Wechselrichter. Das heißt, das ist der PV-Erzeugungswechselrichter. Der R6 von 15 bis 50 kW unterschiedliche Niveauleistung. Und es gibt eigentlich drei unterschiedliche Typen. Diesen Typen, das heißt mit drei unterschiedlichen MPPTs von 15 bis 25 kW mit zwei MPPTs. Okay. Ja, von 25 bis 36 mit drei MPPTs. Okay. Und ab 36 kW gibt es vier MPPTs für diesen Wechselrichter. Okay. Einspeisung ist klar dreiphasig. Ja, natürlich. Okay. Wirkungsgrad? Wirkungsgrad 98,8%. Also eh schon fast 100. Ist der aktiv gekühlt? Hat der einen Lüfter oder? Ja, der ist auch Lüfter drin. Ist ein Lüfter drin, okay. Gut, passt. Was ist das für einer? Der ist C6. Ein C, das heißt Commercial. Okay. Ein R, das heißt Residential. Okay. Okay, das heißt, der Commercial ist größer drin. Das. Das ist bis 125 kW momentan. Okay, also richtig große Felder. Ja, genau, richtig große. Und kann man noch weiter Parallelen machen. Okay. Bis Megawatt. Ja. Okay, cool. Alles klar. Dann, du hast ja nicht nur Wechselrichter, sondern auch andere Produkte. Ja. Schau mal eins weiter. Ja. Der nächste Bereich von euch sind Hybridwechselrichter mit Speiersysteme zusammen. Ja, natürlich. Was ist da das Besondere? Ja, diese Produkte heißt H2. Ja. H2 ist diesem Wechselrichter von diesem hybriden Speichersystem. Aber wie man aussieht, das ist da ein getrennter Speichersystem. Mit einem BMS, Steuerungskasten hier und Batterien. So, diesem H2 gibt es einphasig oder dreiphasig. Okay. Genau. Und maximal bis momentan 10 kW hier in Deutschland. Okay, genau. 10 kW dreiphasig Wechselrichter? Ja, genau, Wechselrichter. Alles klar. Speicher ist ja modular erweiterbar. Genau, modular erweiterbar. Jedes Stück Batterien mit 100 Volt Nennleistung, Nennspannung und 5 kW-Stunden. 5 Kilowattstunden, ja, okay. 5 Kilowattstunden. Was ist die maximale Kapazität, die ich kaufen maximale kann? Maximale Kapazität, das heißt 5 Stück hier und noch 6 parallel. Das heißt zusammen 30 Stück mit 150 Kilowattstunden. Stunden im Ganzen? Ja, aber also, normalerweise braucht man nicht so viel. Ja, da kann ich schon fast den ganzen Winter lang Strom haben. Ja, natürlich, aber es gibt mehr Auswählen okay. für Kunden. Ja. Interessant. Wie lange gebt ihr Garantie auf Wechselrichter, auf Batterien? 10 Jahre für Wechselrichter und 10 Jahre für Batterien. Und die Garantie kann man auch erweitern. Okay, kann man erweitern. Ja. Was mich als nächstes noch interessiert ist, ihr macht ja auch Auswertungen über App, Datenlocken. Genau. Das können wir uns, glaube ich, in der nächsten Station anschauen. Ich kann zeigen da. Datenanalyse des Wechselrichters, das ist einmal über einen PC aufgemacht, was man hier sieht. Ja. Der macht einen Forecast. Genau. Nimmt er die Wetterdaten oder wie funktioniert das? Dann Daten analysieren, zum Beispiel Kunden kann die Leistungsdiagramm gucken, zum Beispiel wie viel Leistung hat heute, also vom PV erzeugt, oder die Batterienstand oder was, also siehst du alle Daten, kann Kunde hier gucken. Und manchmal kann Kunde auch zum Beispiel etwas einstellen. Und wenn man mit unserem System mit einer Wallbox zusammen verbunden, das heißt, man kann auf dieser Webseite oder unsere App, auch unser Monitoring-System,
einstellen. Das heißt, Eco-Modul-Ladung oder ja, Fast-Ladung oder was kann man einstellen. Aber hier gibt es, wir haben noch keine so Elektroautos hier. Deswegen. Okay, aber das kommt in Zukunft. Ja, genau. Also, da haben wir schon diese Funktionen. Also es wird, je nachdem wie es Wetter wird, kann ich sagen, so soll mein Elektroauto optimal geladen werden. Cool. Ja. Alles klar, und dann würde ich schon sagen, wenn wir schon beim Elektroauto sind, gehen wir mal zu der Wallbox-Thematik. Ja. All-in-One-Lösungen bietet ihr ebenso auch an für Elektroauto, für das ganze Haus. Ja. Das ist dieser weiße Kasten hier. Ja, das ist ein weißer Kasten. Wie sieht man aus, ein weißer Kasten, das heißt alle Funktionen integriert drinnen. Ja. Also das heißt HS2. Es gibt ein bisschen unterschiedliche zwischen HS2 und H2. H2, das heißt getrennte Speichersysteme. Aber HS2 ist das All-in-One-System. Es gibt keine mehr BMS-Module. Ne? Okay. Und diesem zum Beispiel hier dreiphasig. Es gibt eine einphasig auch da. Okay, ist kleiner. Einphasig? Genau, einphasig kann man mit nur einem Stück Batterien, B2-Batterien, auch 5 Kilowattstunden nutzen. Aber hier für die dreiphasig muss man mit mindestens 2 Stück Batterien, das heißt 10 Kilowattstunden. Also für Deutschland ist dreiphasig Standard. Genau. International ist einphasig oft. Ja. Wird da sehr gerne verwendet. Richtig. Den kann ich aber speichertechnisch auch noch erweitern. Ja, auch erweitern. Bis 5 Stück hier und noch 6 parallel. Also das auch heißt, wieder die 150 Kilowatt. Das ist gewaltig. Ja. Okay, und wenn ich dann noch eine Wallbox von SAJ dran. Genau, Wallbox SAJ 11 kW dreiphasig AC Einladungen. Und mit diesem und diesem Wallbox, wenn man zusammen mit unserem Speicher verbunden, mit RS485 oder die anderen Kommunikationsmethode, dann kann man einfach durch App steuern. Eco-Ladungen oder Schnellladungen oder Normalladungen, also unterschiedliche Funktionen. Okay. Genau. Wahnsinn. Wie viel Leistung kann der? Also wie viel Watt hat der? 10 kW. 10 kW? Ja, 10 kW. Dreiphasig. Ja, dreiphasig. Sollte ja, für. Eigentlich 5 kW bis 10 kW. 5, 6, 8, 10, aber die meisten wählt 10 kW aus. Ja. 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 Ja, für einen Backofen, der braucht schon was. Ja. Der Backofen in der Küche. Okay. Ja, cool. Ja, dann natürlich. Erstmal sage ich Dankeschön, dass ich sehr gerne. Und dass sehr du gerne, danke Produkte auch. Ja. Alle dargestellt hat. Und ja, jetzt gerne noch Fragen unten in die Kommentare. Da verlinke ich euch auch die einzelnen Produkte und hier oben dürft ihr gerne noch abonnieren. Hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also danke fürs Zusehen, macht's gut, tschüss und auf Wiedersehen und danke dir. Danke.